Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed mit mir, dem Blackbeard. Wir stehen ja in Masyaf, in unserer Festung, haben in der letzten Folge die letzte Mission in Damaskus abgeschlossen, haben dort das letzte Ziel eliminiert. Heute führt unser Weg dann nach Akkon, um dort den letzten Templer zu eliminieren, der auf der Liste von Al-Mualim steht. Um dann letztendlich in den Krieg und in den Kampf gegen Robert du Sable zu ziehen, den Kopf der Templer, so wie es ausschaut. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal los Richtung Akkon. Und dann schauen wir doch mal, wo das Ganze dann alles hinführt und was uns dort jetzt noch erwartet. Ich werde dann jetzt hier vorne auch gleich wieder die Schnellreisefunktion nutzen, einfach direkt ins Büro reinporten, weil wir müssen nicht wieder reiten. Den Weg kennen wir ja jetzt. Oft genug gewählt und von daher ab geht's nach Akorn ins Büro. Und ja, mal schauen, was uns Benutzen hier Sie die erwartet jetzt. Actionsicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Da sind wir auch schon in Akorn im Büro aufgetaucht. Gehen erstmal mit unserem Freund hier sprechen, mal schauen, was Seid er uns zu gegrüßt, erzählen Alter hat. Il. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter Ir. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Gut, dann gehen wir doch mal. So, haben wir schon irgendwas? Nachforschung? Nein? Okay, ja. Klar, dass wir da noch nichts haben. Gut. Dann gehen wir mal kurz auf die Karte, schauen, wo wir uns denn jetzt sind. Ah, wir dürfen jetzt ins Bürgerviertel reisen, okay. Dort ist der erste Aussichtspunkt, den wir dann einnehmen werden, um uns dann dort die nächsten Missionen anzeigen zu lassen. Und auch hier werden wir jetzt wahrscheinlich wieder mit etwas mehr Widerstand rechnen können. Da wir ja inzwischen doch wohl ein sehr gesuchter Mann sind in der Gegend. Wir haben ja auf uns aufmerksam gemacht, dadurch, dass wir ja schon hier die ein oder andere Mission ausgeführt haben in den Städten. Sowohl in Akkon als auch in Damaskus und in Jerusalem. Und da wird die Verteidigung natürlich dann aufgestockt werden, denke ich mal. So, hier warten wir jetzt einfach mal ganz kurz, bis das er da verschwunden ist. Er geht einfach nur hier im Kreis, er geht nur im Kreis, okay. Dann gehen wir ihm einfach mal ein bisschen hinterher, bis er dann die Möglichkeit haben, ihn auszuschalten. Um hier uns in aller Ruhe... Oh, da haben wir auch noch einen, okay. Na, du sollst da auf den Balken gehen, Junge. Genau. Dann synchronisieren wir doch mal hier. Eben ganz fix. Um schon mal hier das Gebiet aufzudecken und vielleicht die ersten Missionen zu erfahren. Und ihr seht, hier sind ordentlich Bogenschützen auf den Dächern unterwegs. So, mal kurz hier auf die Karte schauen, weil hier oben sind wir gerade noch relativ sicher, möchte ich sagen. Da haben wir hier schon mal einen Bürger, da haben wir einen Informant in ein Dachrennen. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Dachrennen, gehen dann... Ja, nee, wir machen erstmal den Bürger, dann gehen wir zum Dachrennen. Und holen uns dann da den nächsten Aussichtspunkt. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Und auch hier unten sind die Patrouillen aufgestockt worden. Wie es den Anschein hat, hui.
Ich möchte doch eigentlich nur mal ganz fix hier durch. Sprinten wir einfach mal ein schnelles Stück. Kommt jemand etwa? Diebe gehören gehängt. Warten wir, dass wir mal unser kurz durchbrechen können. Bandit, j'aurai ta peau. Ihn schalten wir mal kurz aus. Und auch hier die Kämpfe werden jetzt anspruchsvoller, wie es scheint. Du lässt uns mal schön los, mein Freund. Ihn haben wir ausgeschaltet und es ist noch einer übrig. Lass mich los. Und das war der letzte. Könnte ich mit ihr sprechen? Fertig. Sehr schön. Das hätten wir. Wir haben jetzt ein paar Partisanen stehen. Die uns dann unter Umständen helfen, wenn wir die benötigen. Weil sie einfach die Wachen dann festhalten. So, kletter mal kurz hier aufs Dach, weil ich meine, das müsste doch hier oben sein, oder? Wie, da kommst du nicht hoch? Okay. Er sollte aufhören, sich. Aber da kommt er doch lang, ne? Jawohl. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. So, wo ist er? Boah, da oben ist er, okay. Das ist ein ganz schön weites Stück, wo wir so laufen dürfen hier. Aber okay. Dann, würde ich schon mal sagen, beeilen wir uns mal ein wenig. So, er hätte uns eventuell genervt. Deswegen habe ich ihn einfach mal kurzerhand ausgeschaltet. Nur um auf der sicheren Seite zu sein. So, hier rüber. Und wir nähern uns dem Ziel, wie es den Anschein hat. Ja, da oben steht er, sehr schön. Da steht er. Könnt ihr mal wieder auf die versteckte Klinge wechseln. Friede sei mit euch, Bruder. Und haben das Rennen überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Okay. Ein Brief. Mal schauen, was in diesem Brief steht. Siebrand wird sich bald auf sein privates Schiff zurückziehen, da er sich umgeben von Wasser sehr sicher fühlt. Es wird schwer, sich dem Boot ungesehen zu nähern, aber ich werde einen Weg finden. Was steht denn in dem Brief? Meister, die Lage ist Ungemach. Die Berichte von den Assassinen und ihre schändlichen Taten ängstigen mich. Durch ihre Hand haben wir schon schwere Verluste ertragen müssen, sowohl in Akorn als auch in anderen Besitzungen. Mich deucht, ich bin der Nächste. Ich habe bereits die Wachen in der Stadt und besonders am Hafen verstärken lassen. Aber unser Gegner hat sich als sehr einfallsreich erwiesen. Kann ich meinen Männern noch trauen? Wie viele von ihnen sind bereits mit dem Feind im Bunde? Ich habe Pläne geschmiedet, in See zu stechen. Sobald alles bereit ist, werde ich mein Schiff besteigen und abreisen. Das ist, wie ich hoffe, der sicherste Weg. Umgeben von Wasser und nur den treuesten meiner Recken wird es schwer sein, sich mir unbemerkt zu nähern. So ihr weitere Befehle für mich habt, wäre es jetzt die rechte Zeit, sie mir mitzuteilen, bevor mein Schiff anlegt. Soll bestimmt abgelegt halten. In Frieden, Bruder S. Wie gesagt, ich glaube, das soll auch bestimmt ablegen, heißt nicht anlegen. Also bevor mein Schiff ablegt. Würde mehr Sinn machen. Aber naja, ich möchte es nicht hinterfragen, was Ubisoft hier fabriziert hat. Aber ablegen sollte dennoch, glaube ich, richtiger sein. So, jetzt sind wir hier. Kommen wir nochmal diesen Aussichtspunkt mit. Dann können wir den zum Schluss holen. Ist das der Turm da, ne? Ne, da die Kirche. So. Ja.
fall mal kurz um, bitte. Danke. Oh, er fällt sogar runter. Eigentlich ziemlich ungünstig, aber naja, wir sind ja gerade hier oben. Von daher ist es alles im grünen Bereich. Ja, das ist also ein Manko, was der erste Teil von Assassin's Creed noch hat, dass dann die Gegner auch gerne mal wie wild durch die Gegend fliegen. Möchte ich mal sagen. Das ändert sich aber dann im Verlauf der weiteren und der späteren Spiele, dass das ganze System dann ein bisschen stabiler funktioniert. Das sag ich einfach mal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine Befragung. Hier haben wir eine Bürgerretten und da haben wir eine Informantenherausforderung. Attentat. Okay. Ich würde sagen, wir holen erstmal den Bürger hier raus. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? So, gerade mal noch ein Messer geklaut von ihm, damit wir die Wurfmesser wieder voll haben. Dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie reinkommen in diesen Komplex. Ohne irgendwie groß Aufsehen zu erregen. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Aber das scheint mir von hier aus gar nicht mal so einfach zu sein, da hochzukommen. Dann gehen wir mal andersrum, gehen wir mal in eine andere Richtung. Bevor ich jetzt hier noch weiter weglaufe. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Boah, da lässt er das Ding fallen und... Nein, ist nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst, ich bin untergetaucht unterwegs und er lässt das scheiß Ding fallen. Das war knapp. Noch so gerade geschafft, mich hier drin zu verstecken. So, und wir sind wieder. Ja, was denn, du willst jetzt da runtergehen oder nicht? Na, da kann er mal Glück gehabt, dass ich da nicht noch zugeschlagen habe. So. Dann umgehen wir die ganzen einfach mal ein wenig. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Nein, ihr versteht das nicht. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Ich sehe euch an. So, ihn sollen wir dann befragen. Alle Schiffe dem Deutschen Orden übereignet. Beschwerden und Klagen müssen dem Obmann der Zunft beim Gerichtshof vorgelegt werden. Machen wir mal doch erstmal diese Befragung. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Merkt er eigentlich, dass ihm keiner zuhört, was er hier erzählt? Ich weiß es nicht. Was ist mit ihm los? Er rennt auch total wild durch die Gegend? Was wollt ihr von mir? Von euch möchte ich gar nicht. Ich möchte von ihm hier etwas. Na komm schon, nur gib ihm da einmal aus Stressbrett hier.
Bauern können die einfach nicht kämpfen. Ja, und die sind echt nervig, die Jungs, diese Dicken. Weil sie sich immer einmischen und ständig einmischen, überall, egal was man macht. So. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Das hätten wir. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, dann wollt ihr euch nur befragen ein bisschen. Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand, es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. So, den hätten wir. Dann rennen wir mal kurz hier weg. Hilfe. Nimmt da mal kurz hier runter, bitte, danke. Oh, war ein bisschen tief, aber ist okay. Alles gut. Ich hab's überlebt. Mal kurz die Leiter rauf. Hier rein verstecken. War gerade ein bisschen ungünstig, dass da direkt die zwei Wachen neben dran standen, die wir ihn eliminiert haben, aber. Ist ja okay, wir haben es geschafft und. Das ist doch das Wichtigste, oder? Dass wir es geschafft haben, was wir wollten. Oh, hier sind wir schon im Hafengebiet. Sehr schön. So, wo ist denn der Bürger? Der ist hier vorne, ne? Ja. Ihn haben wir und ihn haben wir und sie haben wir, sehr schön. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ihr wollt ich doch gar nicht. Rechtzeitig einschreiten konnte, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. So, einmal darüber. So, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen risky hier unten. So. Mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind jetzt hier unten. Oh Gott, da hinten haben wir noch einen Aussichtspunkt. Da kommen wir den Aussichtspunkt gerade noch da hinten. Wenn wir schon mal hier unten am Hafen sind. Ach, der Leuchtturm. Warum tut er das? Komm, ja, zieh die hoch, genau so, sehr schön darüber. Einmal über die Schiffe klettern hier ein bisschen. Ah, hier sind die Trunkenbolde wieder unterwegs. Ah, das stört mich jetzt nicht weiter, wir gehen jetzt einfach weiter hier hoch. Sind ins Wasser gefallen und können nicht schwimmen. Ja, herrlich. Na, sind wir gestorben. Ablenkung heimlich töten, indem sie ein oh, wieso hält er sich ja nicht dran fest, der Vollidiot. Das Ganze noch einmal. Nee, nicht, da ist die Karte. Gut, dass er das wenigstens mit aufgespeichert hat. So, wir laufen jetzt einfach mal hier längs. Und versuchen mal irgendwie über einen Landweg vielleicht dahin zu kommen. Mal schauen, ob das funktioniert. Da kommen wir nicht lang. Ach, ich erinnere mich genau. Hier können wir aber hochklettern. Da kommen wir übers Dach dahin. So, kommen wir hier übers Dach da hoch. Man ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber. Wieso sieht denn er mich da? Na gut, kletter mal wieder runter. Gehen wir ein bisschen unter. Gehen wir ein bisschen hier unten um.
am Hafen längs. Um Himmels Willen, lasst von mir ab! Ich tue euch doch gar nichts. Aber ich kann was, wenn ich möchte. So, hier ist allerdings Sperrgebiet, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, hier ist kein Sperrgebiet. Ah, alles klar. Weg hier. So. Danke, ich habe jetzt keine Lust mit euch zu spielen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Wer braucht ihn? Ganz schnell hier rauf. Zack, 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 zack. Gut, dass wir ja schon mal hier oben waren. Na, du kletter doch da rauf. Kletter, kletter, kletter. So, ganz schnell. Er hat uns schon quasi aus dem Blick verloren. Er hat keine Chance mehr, uns irgendwie noch anzugreifen oder so. Das ist ganz gut. Ach, da müssen wir rum, okay. Gut, dass wir hier so eine Steinknuppels drin haben, wo wir uns jetzt mal kurz dran hochziehen können. Um dann quasi den Leuchtturm zu erklimmen und damit dann den nächsten Aussichtspunkt einzunehmen. Den wohl, ja, neben dem Dings hier, der Festung, die wir ja hatten, ist er ja auch mit einer der schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit diesem Blick über den Hafen, ganzen Boote und Schiffe, eine Stadt im Hintergrund, sieht schon schön aus. Die Jungs, die verschwinden gerade mal. Haben wir hier sonst noch irgendwas in dem Gebiet? Nein, haben wir nicht. Gut, dann geht's zu dem Aussichtspunkt als nächstes, möchte ich mal sagen. Er fällt nicht ins Wasser. Oh shit. Oh, ungut. Na, und er springt wieder ins Wasser. Och nö. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Links, rechts bin ich in die Mitte reingesprungen. Ah, ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser in diesem Spiel. Ganz ehrlich, Leute, ich hasse Wasser. Wasser ist so nervig. Warum? Das Ganze nochmal machen. Okay. Sterben. So, er ist weg. Den haben wir einfach mal kurzerhand ins Wasser befördert. So, da hält er sich jetzt dran fest. Sehr schön. Und weg hier. Ich bin gar nicht da, Leute. Ich bin nicht da. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen auf hier, Volldampf hier. Ihn haben wir mal kurz dann von hinten erledigt. Aber ich glaube, so wie ich das sehe, ist unser Ziel auch schon tot, dass wir hier befreien sollen, unser Bürger. Das heißt, wir müssen dann gleich sowieso nochmal neu machen. Komm, dann lassen wir hier mal kurz von denen ab hier und flüchten stattdessen lieber mal. Na, lauf, 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 lauf.
So. Dann müssen wir gleich nochmal machen. Lass mich los, Arschloch. Hab keine Lust mit dir zu spielen, nein, ich hab keine Lust mit euch zu spielen, nein, ich möchte jetzt nicht. Ich möchte nicht spielen, nein, ich möchte doch nur weg. Hilfe, lass mich, bitte lasst mich doch einfach in Ruhe. Hilfe, Mami. Nein, ich habe kein Geld, ich bin auf der Flucht, tut mir leid, ich kann hier nichts geben, nein. Noch mehr Wachen. Und immer mehr Wachen, Hilfe, nein, auch nö. So, hier reicht's, ab auf die Dächer. Denken Sie wenigstens ab. Hier auf den Dächern hänge ich sie wenigstens ab. So, sag ich doch. Ach, Leute, 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 Leute. Hier ist schon wieder was los. Das ist ja verfluchter Feigling. Ich hatte nur keine Lust mit euch zu spielen, ganz einfach. Wenn ihr spielen wollt, spielt mit euch selbst, aber nicht mit mir. So. Planänderung, nehmen wir mal den Aussichtspunkt dort vorne. Ist er hier oben, ne? Ja, alles klar. Kommen wir hier hoch? Jawohl, wir kommen hier hoch, sehr schön. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Heide! So. Kurzerhand ausgeschaltet. Oh, wie schön der Adler da auf dem Turm sitzt. Oh, herrlich, 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 herrlich. Wollen wir mal synchronisieren. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen aggressiver unterwegs, möchte ich mal sagen. Also ich bin nicht so der heimliche Assassine, der sich hier immer verdeckt und versucht, alles unentdeckt und verborgen auszuüben, weil man kann ja auch ein bisschen Spaß haben, oder? Man, ein bisschen Gemetzel ist ja auch ganz nett. Diebe gehören gehängt. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Was zum Teufel macht er da? Er sollte aufhören, sich die Taten zu tun, dieser Tölpel. So, den Schlimmsten hätten wir schon mal. So, ausgeschaltet. Loslassen. Nächsten ausgeschaltet. Nächsten ausgeschaltet. Noch einer und noch einer. Komm, zack, zack, zack. So. Danke, danke euch. Das hätten wir. Das spüre ich. Oh. Wir drehen mal um. Gehen dort einfach mal in die andere Richtung. Wer ist dafür verantwortlich? Einmal kurz hinsetzen, um in Ruhe auf die Karte zu schauen. Holen uns den nächsten Aussichtspunkt. Wie viel haben wir jetzt? 2 von 6 Nachforschungen haben wir jetzt beendet. Was haben wir jetzt alles gekriegt? Hat er den Anhang? Nein, er möchte ja nur mit dem... Okay. Das wäre das mit dem Boot, alles klar. Nehmen wir wieder die Leiter und schauen mal, wo ist denn der nächste... Ah, da vorne, alles klar. So. Auch mal kurz aus dem Weg geräumt. Weil er mir sonst auch auf die Nerven gegangen wäre, bis er mich gestört hätte hier beim Klettern. Und so hat es keiner mehr mitgekriegt.
Interessiert keinen mehr und wir holen uns den nächsten Aussichtspunkt. Ja, ja, Leute. So ist das, ne? Was haben wir freigeschaltet? Okay, Eskorte. Da haben wir noch einen Bürger, den holen wir uns aber zuerst. Und den dürfen wir dann wahrscheinlich hier durch begleiten, bis hier zu diesem Ausgang. Hoffe ich mal, dass es nur diese kurze Strecke ist. Oh nein, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Wir rennen einfach mal ein kurzes Stück um den Block. Setzt uns einfach mal kurz hierher. Ich dachte, wir würden draufgehen bei dem Sprung. So, wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier sitzen, bis das unsere Lebensbalken wieder voll ist oben, die Synchronitätsanzeige. Gut, das haben schon andere von mir gesagt, aber ich lebe immer noch und deine Leute sind tot. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Nein, bitte lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Bitte. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. So, jetzt kommen wir auch. Ja, komm, wir können jetzt wieder aufstehen. Und gehen einfach mal ganz gemächlich hier runter. Um dann hier vorne mal den Bürger zu helfen. Elender Dieb, du wirst sterben! Das ist nicht. So, solange die auf dem Boden liegen, ist alles im grünen Bereich. Da kann man die wunderbar ausschalten, weil sie sich quasi nicht wehren können. Na komm, 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 komm. Traut euch. Na komm, 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 komm. Traut euch, traut euch. Kriegt jeder was ab hier? Ich hab genug Klingen für jeden. Ihn hätten wir ausgekontert und er ergibt sich quasi schon freiwillig. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen. Oh, das sieht ungesund aus, was er hier hat. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet. Fremd. Ah, nicht so die Schwertschneide, die da so Schwertscheide, die da so rausragt. Okay. Ich dachte, ihr wärt dadurch irgendwas durchbohrt worden. Ups, Entschuldigung, Leute. Ich werde alles tun, was ich kann. Danke. So. Dann holen wir uns mal diese nächsten Informanten, der hier vorne noch rumsteht, irgendwo. Ein merkwürdiger Mann. So. Das Ganze machen wir natürlich wieder über die Dächer, weil das doch der wesentlich einfachere und angenehmere Weg ist, möchte ich mal sagen. Da rechts stand gerade noch so ein komischer Templer rum, aber der interessiert uns jetzt nicht. Wo steht denn unser Freund? Wo steht er? Ah, da. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach. Vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. So, zwei Ziele, drei Ziele, so wie es ausschaut, oder? Ja, drei Ziele, die wir haben. Und die müssen wir natürlich wieder unentdeckt erledigen. Das Ganze wieder in 3 Minuten. So, er ist der Erste hier vorne. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist krank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen.
So, den ersten hätten wir. Da haben wir den zweiten. Schnell weg. Bevor uns irgendeiner damit in Verbindung bringt von den Wachen, die hier rumlaufen. Und den dritten, mal schauen, wo wir den hier kriegen. Na komm. Da hoch. Genau. Einmal die Leiter klettern, bitteschön. Danke. Wo steht denn er? Ach genau, der läuft ja da drinnen rum, ne? Genau, der läuft hier drinnen in dem Garten rum. Okay. Und den hätten wir auch, sehr schön. Vorsicht, ich hätte verletzt werden können. Damit kommen wir jetzt auch wieder zurück zu unserem Freund, der uns die Aufgabe gegeben hat, die auszuschalten, um uns von ihm die Informationen einzuholen, die er für uns hat. Mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Unser Freund, der sich gerne in Freudenhäusern rumtreibt. So, die Flagge habe ich einfach mal mitgenommen, weil sie gerade auf dem Weg lag. Wer hat das getan? Zeigt euch. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt so, und ich bin noch in Akkon. Das hätten wir. Sehr schön. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. So, das war jetzt die dritte Information, die wir gekriegt haben. Mal kurz schauen. Haben wir hier was im Gedächtnislog jetzt stehen? Einen anderen? Ja. Ja, wie gesagt, diese betrunkenen Leute, die da unten im Hafen rumlaufen, denen sollte ich aus dem Weg gehen. Okay, mir wird quasi diese Route empfohlen. Anscheinend, wir müssen ihn anscheinend auf dem Schiff angreifen, okay. Okay, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ne, aber das Ganze gibt es erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Hier bei Assassin's Creed mit mir, dem Blackbeard. Bis dahin.